Der Vicomte muss schrecklich beschäftigt sein. Ich warte schon fast den ganzen Tag. Evelyn! Hallo, Hawk. Ist das alles? Was? Oh, natürlich. Tut mir leid. Es fühlt sich an, als hätten wir uns gerade noch unterhalten. Ich habe euch im Auge behalten. Informationen sind einer der wenigen Vorzüge dieses Postens. Achtet auf Bartrand. Er ist ein Mistkerl. Ihr wisst, dass ich es nicht schätze, wenn ihr mich beobachten lasst. Ich habe mir damit erspart, vor eurer Türschwelle zu lagern. Nach allem, was wir durchgemacht haben, um hierher zu kommen. Nun, ihr seid zwar kein Kind mehr, aber ich kümmere mich um meine Freunde. Angesichts der Orte meiner Patrouillen habe ich durchaus Zeit. Immer noch Probleme? Ich dachte, das hättet ihr alles hinter euch. Ich weiß auch nicht. Seit kurzem teilt man mir nur noch völlig sinnlose Patrouillen zu. Vielleicht bin ich jemandem auf die Füße getreten. Ihr seid manchmal sehr energisch. Das macht meinen Charme aus. Ich sollte dorthin gehen können, wo ich gebraucht werde. In der Tat hätte ich sogar eine Aufgabe für euch. Lasst es mich wissen, wenn ihr Kirkwall einen Dienst erweisen möchtet. Ansonsten bin ich hier, falls ihr mich braucht. Beim Erbauer. Ich könnte wirklich eine etwas anspruchsvollere Arbeit brauchen. Seit der Ankunft ist ein Jahr vergangen. Seid ihr in Ordnung? Ihr müsst mich nicht umhegen. Ich bin, wo ich bin. Wie ich mit meinen Erinnerungen umgehe, ist allein meine Sache. Also gut, Evelyn. Ihr habt also etwas, das der Mühe wert ist? Meine Patrouillen mögen ereignislose Spaziergänge durch die Dunkelheit sein. Aber etwas Großes braut sich zusammen. Und ich hätte Verwendung für euch. Ein Hinterhalt. Wahrscheinlich für eine Karawane, auch wenn ich keine Lieferungen finde, die dazu passen. Das spielt aber auch keine Rolle. Wenn Wegelagerer jemanden ausrauben wollen, halte ich sie auf. Ob es nun in meinem Bezirk ist oder nicht. Also schön, Evelyn. Ich spiele Wache für euch. Ich wusste, ich kann auf euch zählen. Sie verstecken sich auf dem Sunderhügel. Abgelegen, in der Wildnis. Aber über eine Abkürzung auf dieser Seite können wir Zeit gewinnen. Und nein, ihr könnt euch nicht absetzen und es ohne mich machen. Ich traue euch, aber ich muss dabei sein. Ihr handelt im Namen der Wache. Monsieur, hört bitte auf, gegen die Wand zu treten. Die Wache, die euch hinauswerfen wird, wenn ihr noch einmal gegen die Wand tretet. Wisst ihr, ich könnte euch dabei vielleicht helfen. Ich liebe solche Aufgaben. Das kann ich nicht. Hoffentlich habt ihr einen schönen Tag, Sigmar. Viel Glück beim Reinkommen. Ich warte schon den ganzen Tag. Ihr bringt Schmutz auf meinen Boden. Wie lange muss ich denn noch warten? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Eher nicht. Daraus wird nichts. Seid gegrüßt, Sarah.
Hoffentlich vergisst er die Count heute nicht wieder sein Abendessen. Monsieur, hört bitte. Gegen die Wand zu treten. Halt, Shemlen! Die Euren sind bei den Dalish nicht willkommen. Wer seid ihr überhaupt? Wir sind die Letzten der Elven. Merkt euch das, Hawk. Und wenn ihr woanders Elfen seht, dann bildet ihr euch die nur ein. Sie haben ihre Persönlichkeit aufgegeben, um unter Shemlen zu leben. Sie sind keine Elvenen mehr. Ich erwarte ja nicht Tee und Gebäck, aber ich muss mit jemandem reden. Menschen haben hier nichts verloren. Moment, das ist die, von der die Hüterin gesprochen hat. Ein Shemlen? Ich dachte, es ging um eine Elfe. Betretet das Lager. Hüterin Marothari hat auf euch gewartet. Wenn ihr Ärger macht, lernt ihr unsere Klingen kennen, Fremde. Marothari? Ich soll euch dieses Amulett bringen. Andarana Tishan-Reisende. In der Tat, ich bin Hüterin Marothari. Lasst euch ansehen. In eurem Herzen brennt ein Licht, Mensch. Lasst es nicht ausgehen. Ihr werdet es brauchen. Erzählt mir, wie euch diese Bürde zugefallen ist, Kind. Was genau habe ich eigentlich mit mir herumgetragen? Magie? Ein Versprechen, Kind. Gegeben von einem, dessen Wort noch immer Gewicht hat. Und darum hat es auch schreckliche Macht. Nur wenige Dinge auf dieser Welt sind stärker als ein gehaltenes Versprechen. Vergiss das nicht. Seid ihr die Anführerin dieser Dalish? Warum hat mir die Hexe aufgetragen, euch dieses Amulett zu bringen? Ich bin die Hüterin dieses Clans. Es ist meine Aufgabe, mein Volk zu leiten und dafür zu sorgen, dass die alten Lebensweisen nicht vergessen werden. Was Asha Bellana angeht,
so bin ich mit ihr verbunden. Genau wie ihr durch eine Schuld, die beglichen werden muss. Eure Wachen sagten, ihr hättet von mir gesprochen. Woher wusstet ihr von meinem Kommen? Ich habe zugehört. Dem Wind. Den Vögeln, so wie es die Jäger tun. Meinen Träumen. Und ich habe die Sterne geschaut. Überall um uns herum ist große Weisheit zu finden. Man muss sie nur zu hören wissen. Aber ich war nicht sicher. Nichts ist sicher. Die Besitzerin dieses Amuletts hat meine Familie vor der Verderbnis gerettet. Und dafür habe ich zugesagt, es euch zu bringen. Es ehrt euch, dass ihr zu mir kommt. Aber ich fürchte, eure Aufgabe bei dieser Sache ist noch nicht erledigt. Das Amulett muss zu einem Altar auf den Berggipfel gebracht werden, wo dann ein Delish-Ritual für die Verblichenen abgehalten werden muss. Danach bringt ihr das Amulett zu mir zurück. Wenn ihr das tut, ist eure Schuld beglichen. Werdet ihr mir dieses Ritual für die Verblichenen beibringen? Ich gebe euch meine Erste an die Seite. Sie wird dafür sorgen, dass das Ritual abgehalten wird. Und ich muss euch bitten, sie danach mitzunehmen, wohin ihr auch geht. Wer ist eure Erste? Erste wovon? Euer Volk würde sie als Schülerin oder Erbin bezeichnen. Meryl hätte meinen Platz als Hüterin eingenommen. Aber sie hat sich für einen neuen Weg entschieden. Geleitet sie bitte sicher von hier fort. Wenn es das ist, was ihr wollt. Es ist nicht das, was ich will. Aber es ist das, was sie will. Meryl wartet an dem Weg auf euch, der den Berg hinaufführt. Darris Shiral. Dieser Berg ist verflucht, das schwört mich. Seit 3 Tagen verfehle ich jeden Herrscher. Vielleicht liegt es gar nicht am Berg. Es ist lediglich du verflucht, Liebling. Du verflucht mich nicht. Die Bognerkunst der Delish ist un... Ich bin Meister Elen. Der Borgner dieses Clans. Dazu gezwungen, so nahe bei dieser Shemlen-Stadt zu bleiben, habe ich schon zahlreiche Außenstehende in unserem Lager gesehen. Braucht ihr irgendetwas? Seid ihr auf irgendetwas spezialisiert? Was für Dinge stellt ihr her? Ein Borgner der Delish macht vieles. Er stellt Waffen her, Rüstungen und alles, was unser Clan braucht. Ich brauche im Moment nichts. Natürlich. Ich habe euch nicht gehört. Ihr müsst diejenige sein, von der mir die Hüterin erzählt hat. Anathera, verzeiht, dass ich nicht nach eurem Namen gefragt habe. Es ist doch nicht unhöflich, einen Menschen nach seinem Namen zu fragen, oder? Ich bin Meryl, was ihr wahrscheinlich bereits wisst. Ich schwafle, tut mir leid. Warum verlasst ihr die Dalish, um nach Kirkwall zu gehen? Weil ich muss. Lasst es uns bitte für den Moment dabei belassen, in Ordnung? Ich bekomme langsam das Gefühl, dass ihr in Schwierigkeiten steckt. Nein, so ist es nicht. Zumindest nicht genau. Die Hüterin und ich hatten Meinungsverschiedenheiten. Aber das klärt sich mit der Zeit von selbst. Habt ihr das seltsame Geräusch gehört? Oh, ich habe nichts gehört. Habt ihr das seltsame Geräusch gehört? Oh, ich habe nichts gehört. Ihr müsst euch schon mehr anstrengen, um mich zu beleidigen. Mein Name ist Hawk. Danke. Ich fürchte, ich habe nur wenig Erfahrung mit eurer Art. Die Hüterin sagt, ihr kämet aus Ferelden. Ich habe dort den Großteil meines Lebens verbracht. Wir sind erst vor wenigen Jahren in den Norden gezogen. Seid ihr schon lange in den freien Marschen? Gefällt es euch hier?
Ich lebe jetzt seit einem Jahr in Kirkwall. Für einen neuen Anfang ist es ein guter Ort. Wirklich? Hoffentlich habt ihr recht. Wir sollten gehen. Unser Ziel ist Asha Bellana und es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Kennt ihr die Hexe, die mich hierher geschickt hat? Nein, nicht persönlich. Allerdings erzählt sich mein Volk Geschichten von ihr. Ihr habt großes Glück. Die meisten, die Asha Bellana treffen, enden als kleine Stücke, die von Bäumen hängen. Was müssen wir mit dem Amulett machen? Das Ganze ist eine Art Bestattung. Ich erledige das, sobald wir auf dem Berggipfel sind. Das Schwierige ist, bis zum Gipfel zu kommen. Unseren Jägern ist es noch nicht gelungen. Dunkle Wesen streifen dort herum. Bringen wir es hinter uns.